Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft erklärt. In der letzten Folge haben wir uns vorbereitet für den Endkampf gegen den Enderdrachen und wir haben auch das Endportal hier in der Festung gefunden und wir haben auch schon einen Stärketrank-Intus und deswegen würde ich sagen, springen wir da direkt rein, bevor der Trank ausläuft und dann bekämpfen wir zusammen den Enderdrachen und schauen mal, wie das Ganze so wird und die beiden lasse ich nochmal hier und dann springen wir jetzt rein und let's go. So, wir sind schon mal auf einer fliegenden Insel hier. Das bedeutet, wir sollten erstmal warten, bis es aufhört, ein bisschen zu laggen. Irgendwie in der neuen Version plus Aufnahme laggt mein Minecraft immer tatsächlich. Normalerweise spiele ich auf 30 Chunks, aber jetzt spiele ich mal auf 6. So, und wir müssen erstmal irgendwie zur Mitte kommen. Und dann können wir nämlich den Drachen besiegen. Der Drache an sich ist gar nicht so schwierig zu besiegen, aber das Blöde ist halt, dass um den Drachen rum ganz viele Kristalle sind. Und in der Nähe von den Kristallen, da bekommt der Drache halt Leben dazu. Und diese Kristalle müssen wir dementsprechend zuerst mal töten, sonst würde der sich immer wieder voll heilen. Und das ist jetzt unsere erste Aufgabe. Und die sind immer auf solchen Türmen hier, ihr seht das schon. Und das Gute ist, dass man die meistens mit einem Bogen abschießen kann. Dann gehen sie so kaputt. Allerdings sind manche auch so, so versteckt in den... Ich mach doch nochmal ein bisschen die Reichweite ein bisschen höher. So. Manche sind allerdings beschützt von so Gittern. Und das ist natürlich super nervig. So, und ich schieße die jetzt einfach mal alle ab. Und den da kriege ich wahrscheinlich... Oh, hier können, das können wir einsammeln tatsächlich. Und mir fällt gerade auf, dass ich ultra low bin. Das ging ganz schön schnell. Ich weiß nicht, wie ich so low gekommen bin. Ich würde sagen, wir schnappen uns nochmal hier so einen Heiltrank-Dingsbums. Hier Stärke. Ich will Regeneration eigentlich haben. Da haben wir Regeneration. Zack. Und warum ist dieser Enderman böse auf mich? So viele Fragen hier. So, und ich habe tatsächlich gar nicht auf mein Leben geachtet tatsächlich. Deswegen bin ich jetzt schon gut low. Gewesen zumindest. So, und wie gesagt, wir machen erstmal die ganzen Kristalle kaputt. Dafür müsste ich nur mal treffen können. So, den haben wir. Man kann sich natürlich auch ganz einfach da dann hochmachen, deswegen habe ich Wasser dabei. Das bedeutet, wir stellen jetzt hier Wasser hin, schnappen uns das und setzen das immer wieder über uns. Und gleichzeitig ist Wasser auch sehr gut gegen die Endermen. Denn Endermänner haben ja Angst vor Wasser irgendwie. Und wollen das nicht so gerne berühren. Oder können es auch gar nicht berühren vom Game aus. Das bedeutet, wir können uns das halt zunutze machen. Dementsprechend greifen die uns da nicht an. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, schon ewig den Enderdrachen nicht mehr bekämpft. Also schon locker... Weiß nicht, ein paar Jahre nicht mehr. Also ist jetzt auch für mich quasi fast wieder neu. Hier alles. So. Und der Drache scheint hier gerade in der Nähe zu sein. Oh shit, ich muss das Wasser gleich da doch nochmal hinplacen. So. Dann machen wir das Ding mal kaputt. Das macht schon eine Menge Schaden, aber es geht noch. Und von hier oben können wir dann mal die ganzen Kristalle abknallen. So. Treffe ich das da hinten auch, wenn ich so schieße? Okay, hier muss ich noch ein bisschen höher zielen. Da hinten vielleicht so. Nee, das war gleich zu hoch. So vielleicht. Nee, das war auf jeden Fall nicht zu hoch. Wir können nochmal auf den Drachen schießen. Also wie gesagt, es ist natürlich sehr ratsam, zuerst die Kristalle kaputt zu machen, weil es lohnt sich halt nicht, jetzt auf den Drachen zu schießen, weil er halt sowieso sich dann voll heilt wieder. Und da hinten ist auch noch einer. Oh, das können wir übrigens kaputt machen. So, und die Dinger hier können wir, wie gesagt, einsammeln. Und die machen ganz schön viel Schaden, das wusste ich gar nicht. Ist mir auch neu, dass es sowas hier gibt. Als ich den das letzte Mal besiegt habe, gab es das noch nicht. Also bedeutet, dem Ding solltet ihr ausweichen, das ist ja immer noch da. Okay. So, Stärke, heilen. Ich heile mich mal eben. So, und wir können auch mal eben hier eine Enderkiste platzieren. Dann schnappen wir uns noch mal ein paar Tränke. Was haben wir denn hier noch? Heilung, Stärke, alles nehme ich mit. So, und jetzt müssen wir da oben rauf am besten. Ich glaube, ich beam mich da mal rauf. Oder wir machen zuerst den hier noch kaputt. Dann habe ich nämlich, glaube ich, alle, die nicht, nicht so beschützt sind, zerstört. Wenn ich den treffen würde. So, dafür muss ich gleich noch ein bisschen hier zur Seite. Jawohl, den haben wir doch. Also jetzt haben wir nur noch diese beiden hier oben, glaube ich. Der schießt hier schon wieder auf mich. Versuchen wir da hochzukommen und... Wow. Okay, das hat schon mal nicht so gut funktioniert. Ich schmeiß hier mal Wasser hin einfach. Das ist so die sichere Variante auch so gegen Fallschaden. Und gegen die Endermänner. Also Wasser kann ich nur empfehlen. Ich habe auch eigentlich Blöcke dabei, mit denen wir uns hochbauen können, aber... Wenn man halt runtergeschmissen wird, ist das halt nervig. So, hier müssen wir uns jetzt erstmal reinbuddeln und dann machen wir das Ding kaputt. Super easy. Und dann würde ich sagen, woher kriege ich denn gerade Schaden? Achso, von diesem Zeug, okay. Ich schmeiß mich da mal rüber. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Da muss man halt treffen können, ne? Ich hoffe, ich habe jetzt keinen von den Endermännern angeguckt. Was man auch noch machen könnte, ist tatsächlich einen Kürbis mitzunehmen. Denn wenn man einen Kürbis auf den Kopf setzt und halt statt einem Helm einen Kürbis, wie gesagt, nimmt, dann sorgt das dafür... dass man tatsächlich nicht von Endermännern angegriffen wird. Oder die irgendwie nicht sehen, dass man sie anguckt oder sowas. Und dementsprechend kann man sich halt so vor den Endermännern beschützen. Wobei ich glaube, dass es nicht so worth ist, weil man halt
dann halt auch weniger aushält, ne? So, und ich glaube, wir haben jetzt alles soweit. Jetzt können wir hier wieder runtergehen und den Enderdrachen besiegen. Ich guck mal, wie lange ich noch Stärke habe. Nicht mehr so lange, dass wir das. Wir gönnen uns nochmal Stärke. So, was haben wir hier noch? Wir haben doch bestimmt noch hier irgendwo Regenerationstränke, genau, und Heilungstränke. Und der eine hier ist auf jeden Fall böse auf mich. Der hat mich schon so angeguckt. Und Leute, den killen wir schon mal schnell. Bevor der hier noch mehr Action macht. Oder wo ist der jetzt hin? Ah, da ist er. So, am besten guckt ihr immer so ein bisschen auf den Boden, weil Endermänner sind ja größer als hier und deswegen, wenn ihr auf den Boden guckt, dann könnt ihr sie nicht angucken. So, und ich glaube, ich habe jetzt alles zerstört, was den Drachen heilen könnte. Das bedeutet, wir müssen jetzt den Drachen killen. Das wird relativ easy, wir müssen ihn einfach mit dem Bogen abspammen, bis er tot ist. Und manchmal kommt er so auf einen zu, dann können wir ihn halt einfach mit dem Schwert schlagen. Und ihr seht schon, wie viel Schaden der Bogen macht. Der ist halt zu stark. So, zack, und jetzt läuft er auf uns zu und wir können ihn, glaube ich... Oder was ist jetzt hier los? Okay. Ich laufe mal aus dieser Wolke raus. Dieser Atem vom Drachen scheint echt ziemlich viel Schaden zu machen. Und was ist jetzt mit dem hier los? Ich kann ihn jetzt irgendwie nicht mehr abschießen. Ist das irgendwie... Das ist, glaube ich, auch neu. Ich laufe einfach mal zu ihm und hau ihn so. Und ich kann ihn noch nicht hauen gerade. Oh doch, jetzt geht's. Okay, mein Schwert ist lange nicht so gut wie mein Bogen. Was ist denn das hier? Ist das ein Bug oder gehört das so? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gehört irgendwie. Ha. Okay, wow. Jetzt haben wir doch noch eine Menge Rückschlag bekommen. Oder Rückstoß vielmehr. So, das Gute ist, wie gesagt, er heilt sich jetzt nicht mehr. Das wäre sonst... Sonst könnt ihr euch ja mal vorstellen, es wäre eigentlich eine gute Challenge, wenn man sagt, okay, Enderdrachen besiegen, aber die Dinger müssen da bleiben. Die Enderkristalle, weil dann dauert das halt echt ewig lange. Und zum Glück haben wir Unendlichkeit auf dem Bogen. Sonst wäre das hier natürlich richtig ätzend. Ich glaube, die 10 Pfeile, die ich hätte, wären jetzt halt schon lange weg. So... Jetzt muss ich hier mal meinen Bow-Aim rausholen, was ich nicht mehr habe. Ich habe früher tatsächlich viel PvP gespielt, werde ich auch manchmal in den Kommentaren gefragt. Und da war ich mal gut im Bogenschießen, aber das hat sich jetzt... Wow, jetzt habe ich mich selber angezündet damit. So, greift mich hier ein Enderdrache an? Nee. Und wieso macht er das? Das ist voll dumm. Weil jetzt kann ich ihn halt die ganze Zeit angreifen. So, und ich will eigentlich... Das hier ist übrigens das Portal, mit dem man später wieder wegkommt. Und da will ich eigentlich nicht drinne stehen. Weil, wie gesagt, dann würde ich ja direkt zurückkommen. Jetzt müssen wir noch einmal den Enderdrachen, glaube ich, abschießen und dann ist er tot. Ne, okay. Und jetzt noch einmal mit Swag. Zack, oder warte, ich mache einen 360. Okay, wo ist der Drache? Aber das Ding muss ich erstmal ausweichen. Oh, okay. Ich dachte, man kann das zurückschlagen. Und jetzt... Zack. Oh, okay, das war so ein halber 360. Ah, treffe ich ihn mal irgendwann? Ah, ich tue es nicht. Ich tue es nicht. Okay, nochmal ein Versuch. Okay, wir versuchen ihn zu quickscopen. Nicht hinzugucken. Oh, ich bin schon wieder in so einer Wolke drin. Es sind ja zwei Wolken davon gerade. Oh, ich habe ihn erwischt. Und jetzt hat man es nicht gesehen, shit. Jetzt sieht man, wie er kaputt geht. Es war eigentlich nicht so ein harter Fight. Und jetzt droppt er hier gleich eine ganze Menge XP und der Enderman greift mich an, warum auch immer. Wir wollen uns das auch jetzt anschauen und nicht den Enderman besiegen. Es ist halt schon ziemlich cool. Und auch für Minecraft ist das schon ein richtig heftiger Effekt eigentlich. Jetzt haben wir tatsächlich den Drachen schon besiegt. Ihr seht schon, das ist gar nicht so schwierig, wenn man eine gute Ausrüstung hat. Und jetzt können wir die XP hier einsammeln. Und ich bin direkt auf Level 29. Oha. Also das ist schon eine ganze Menge XP, die man hier einsammelt. What? Ich wusste gar nicht, dass das so viel XP ist. Ich wusste schon, dass es viel ist, aber wir sind jetzt einfach Level... Schaffen wir Level 69? Nee, schade. Level 68 einfach. Das ist schon ziemlich krank. So, aber wir haben ja noch mehr zu tun. Wir wollen ja auch noch das Ei uns schnappen. Das Ei spawnt jetzt hier auf dieser mittleren Insel quasi. Und das Ding ist, man kann es halt nicht abbauen. Also wenn ich da jetzt gegenklicke, dann teleportiert sich das einfach nur woanders hin. So, ich kann euch das nochmal zeigen hier. Das teleportiert sich dann einfach nur weg. Aber wir haben ja einen Pisten und einen Redstone Block. Das bedeutet, wir können es abbauen. Wir müssen dafür einfach den Pisten so platzieren, dass er halt quasi das Ei anguckt. Und dann machen wir dahinter einen Redstone Block. Und das Ei ist abgebaut. Und das können wir uns jetzt einsammeln und haben jetzt das Enderdrachen-Ei. Ziemlich easy eigentlich. So, und das Video geht jetzt schon 9 Minuten, oder erst 9 Minuten. Ich weiß gar nicht, was könnte ich dir noch erzählen? Wir haben jetzt den Enderdrachen besiegt, richtig viel XP gemacht, wir könnten eigentlich so viel verzaubern jetzt. Und wir haben auch das Drachenei, ich würde sagen, dafür bauen wir gleich eine Vitrine. Was sich jetzt auch noch ergeben hat, ist da vorne dieses andere Portal da oben. Damit kommt man später noch in weitere Dimensionen vom Ende quasi, also zu weiteren Inseln. Und da kann man dann auch nochmal richtig coole Sachen schnappen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Da gibt es dann sowas wie Schalkerboxen, gibt es da und Elytren und... halt so Choruspflanzen und solche Sachen. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück und ich hoffe, dass wir jetzt den
wundervollen Abspann hier, der jetzt kommt, auch überspringen können. Hier steht jetzt alles Mögliche, tralala, alles schön. Und wir sind jetzt hier wieder. Vielleicht hätte ich hier doch nicht schlafen sollen, weil jetzt müssen wir uns hier wieder rausbuddeln irgendwie. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal eine Treppe nach oben. So. In diese Richtung hier einfach. Und jetzt habe ich natürlich keine Schaufel dabei. Das bedeutet, hier durch die Erde zu buddeln wird jetzt ein bisschen hart. Was man natürlich. Ah, das machen wir, das ist viel schlauer. Wir können hier auch einen Endportal. Ein Endportal, sag ich schon. Ein Nether-Portal bauen. Was natürlich dafür sorgt, dass wir sehr viel schneller nach Hause kommen. So, und alles, was wir dafür brauchen, haben wir dabei. Wir haben Wasser dabei. Wir haben eine Spitzhacke dabei. Wir werden hier schon irgendwo in der Höhle. Ja, über uns. Über uns ist ganz viel Lava. Die holen wir uns. Weil hier vorne können wir es auch machen. Ah, ne, das ist nur ein Lava-Vorkommen. Dann gehen wir doch mal nach oben. Und dann brauchen wir nur noch Flint in Steel. Was ja auch nicht so schwierig zu kriegen ist. Und dann können wir uns hier lieber ein Portal bauen. Damit sind wir nämlich viel schneller zu Hause. Ich werde euch das beweisen. So, wir brauchen dafür insgesamt, wie gesagt, oder glaube ich, habe ich schon mal erwähnt, als wir das erste Portal gebaut haben, glaube ich. Wir brauchen dafür 10 Obsidian. Und das dauert natürlich ein bisschen abzubauen, das ist natürlich öde. Obwohl die Spitzhacke, glaube ich, Efficiency 5 hat. Ne, Efficiency 4 nur, ja, okay. Mit Efficiency 5 wird es noch ein bisschen schneller gehen, aber es geht schon. So, jetzt haben wir schon mal 5, dann brauchen wir noch Flint and Steel. Wir müssen mal hier gucken, ob hier irgendwo Gravel ist. Und Eisen habe ich. Ich glaube, ich habe auch kein Eisen. Vielleicht haben wir Glück und wir haben Eisen in der. In der Dingsbums halt. In der Ender Chest. Müssen wir mal gucken. Wobei ich glaube, ich nehme mal 12 mit, weil dann können wir nämlich ein cooleres Portal bauen. Was besser zu dem Raum da unten passt. Und dann bauen wir, wie gesagt, zu Hause noch so eine kleine Vitrine dafür. Das können wir eigentlich auch ins Dorf stellen. So als Denkmal im Dorf oder so, keine Ahnung. Aber zunächst müssen wir jetzt hier erstmal Gravel irgendwo finden. Ich laufe mal hier nach unten. Ich weiß nicht, war das hier der Weg? Ja, hier vorne ist das Ende. Mal gucken, wo man hier hinkommt. Ist auch alles so dunkel. Ja, hier haben wir schon mal eine normale Höhle auf jeden Fall. Bedeutet, hier baue ich mich einfach mal geradeaus lang. Und hoffe, dass ich hier irgendwo. Okay, hier ist wieder sowas. Ich will eigentlich nur schnell. Okay, hier gibt es auch nichts. Einfach nur schnell Gravel finden. Weil wir können auch mit der Glücksspitzhacke, die wir in der Enderkiste haben, garantiert halt Gravel zu Flint and Steel machen. Hier haben wir die Höhle, genau hier wollte ich hin. So, jetzt müssen wir hier, ne, hier nicht. Hier oben, das sieht nach Höhle aus. Wir laufen jetzt mal kurz hier lang und schauen, dass wir hier irgendwo Flint. Oh, hier ist auch eine Bücherei. In der Bücherei gibt es auch immer Kisten tatsächlich. Da würde ich sagen, schauen wir doch auch mal schnell vorbei. So, oder gibt es hier Kisten? Eigentlich gibt es hier meistens Kisten. Ja, hier gibt es auf jeden Fall ein Skelett. Da habe ich gerade nicht so viel Lust drauf. So, wir laufen mal hier durch und haben keine Kiste gefunden, super. Aber hier ist wieder Höhle. Höhle, Höhle, Höhle. Ist da vorne irgendwo vielleicht Gravel? Ah, ich suche jetzt auf jeden Fall erstmal Gravel und dann machen wir uns das Portal und dann zeige ich euch, dass man hier viel schneller nach Hause kommt. Also bis gleich. So, ich habe jetzt alles soweit gefarmt und eine Sache, die ich tatsächlich noch vergessen habe in der Enderkiste, das wäre Holz gewesen. Also ich muss jetzt nochmal zur Bücherei laufen, damit ich hier Holz für eine Werkbank habe. So, aber wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Und jetzt können wir hier ganz einfach ein schönes Höllenportal hinbauen. Und dann schauen wir mal, wo wir denn in der Hölle rauskommen im Endeffekt. Beziehungsweise haben wir jetzt hier halt direkt eine schnelle Verbindung, um hierher zu finden. So, wir gucken mal, wo es hingeht. Und wie gesagt, in der Hölle reist man halt sehr viel schneller und dementsprechend werden wir auch sehr viel schneller nach Hause kommen. Wir sind jetzt bei den Koordinaten 200 und minus 24 und meistens ist das erste Portal, das man baut, so ungefähr bei 0,0. Oder wir müssen jetzt theoretisch in diese Richtung, nee, in diese Richtung hier. So, das bedeutet, wir gehen einfach mal hier am Rand entlang, wobei ich das hier markieren muss, den Weg natürlich. So, man kennt mich ja, ich verirre mich. Ansonsten. So. Okay, das ist jetzt natürlich hier ein spannender Weg, den wir hier einschlagen. Ich gucke einfach mal, dass wir hier irgendwie unbeschadet entlang kommen. Mache ich hier mal eine Brücke rüber. So, würde natürlich jetzt helfen, wenn man natürlich sich die Koordinaten aufgeschrieben hat, wo halt die Höllenbasis ist. Das ist auch ein guter Tipp eigentlich, also schreibt euch immer die Koordinaten einfach auf. Und am besten auf so einem Zettel oder sowas, den ihr dann irgendwie an eurem Schreibtisch habt oder so. Dann findet ihr euch immer zurecht und kommt nicht in solche Situationen hier. Vorne der Geist wird natürlich auch noch umgebracht. So, wo ist er denn da unten? Oh, wenn ich treffen würde. Ich finde es immer schwierig, die zu treffen tatsächlich. Wenn da unter jetzt Lava gewesen wäre, wäre das ganz schön traurig gewesen. Okay, vielleicht wird er doch nicht umgebracht, weil ich nicht treffe. So, wir gehen mal hier entlang, genau, hier geht's auch noch lang. Dann markiere ich das hier mal irgendwie wieder. Ich könnte das auch mit Nether, mit Endstein eigentlich markieren. Dann würde ich besser Bescheid wissen, wo das hier hingeht. So. Dann schauen wir nochmal, bei welchen Koordinaten wir gerade sind.
Minus 133, das bedeutet, wir müssen noch ein bisschen laufen. So, wobei wir eigentlich so in diese Richtung hier müssten. Irgendwie hier rauf vielleicht. Das wäre natürlich geil. Ich brauche hier mal eine Treppe hin einfach. So. Den weg. Und hier ist natürlich auch wieder Lava. Und da haben wir schon das Haus. Also ihr seht schon, das ist halt super dicht gewesen eigentlich. Und statt jetzt sich aus der Mine rauszubauen, oder aus dem Ende meine ich, da beim Endportal rauszubauen und dann nach Hause zu laufen und so weiter, ist das hier natürlich eine viel schnellere Variante. Empfehle ich euch immer, am besten durch den Nether zu reisen. Und hier haben wir übrigens das Höllendings, das habe ich noch ein bisschen cooler gemacht mit Lava. Und hier vorne haben wir jetzt auch noch so einen kleinen, ja, so ein kleines Randdingsbums. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt halt dann schnell mal unsere, unseren Showcase, unsere Vitrine dafür. Und ich würde sagen, das machen wir tatsächlich entweder hier oben, wobei ich hier, glaube ich, keinen coolen Platz mehr hätte. Oder wir gucken halt, wobei im Dorf wäre auch ein bisschen komisch, ne? Wo tun wir das Teil hin? Man könnte das vielleicht hier irgendwie hin tun, hier so in die Mitte. Wobei ich das, glaube ich, auch ein bisschen fehl am Platz finden würde. Ja, das müssen wir uns jetzt noch überlegen, wo das hinkommen könnte. Wir können ja mal hier drinnen wahrscheinlich nehmen. Oh, ne, das würde nicht passen. Vielleicht haben wir hier unten noch irgendwie... Wir können es natürlich in die Mitte stellen einfach. So, aber es wäre, glaube ich, auch langweilig. Man könnte hier so einen kleinen Raum machen, wo wir die ganzen coolen Sachen hinlagern. Ich glaube, das wäre eine coole Idee. So, das bedeutet, wir buddeln uns hier erstmal ein bisschen rein. Wir machen dann hier erstmal so einen kleinen Raum hin. Und ich würde sagen, ich hülle den jetzt mal aus und dann stellen wir hier noch eine Vitrine für das Ender-Ei hin. Und dann sollte es auch das erstmal reichen für die Folge. So, ich habe jetzt den Raum hier soweit ausgehöhlt und ich würde sagen, wir bauen dann hier vorne eine kleine Vitrine für die, für das Ender-Ei hin. Hier vorne kommt dann später noch der Ender-Kopf hin. Und dann machen wir hier noch so ein paar coole Sachen rein. Ich glaube, das ist eine ganz coole Idee. Und das hier werden später noch richtige Sterne. Das habe ich jetzt nur erstmal provisorisch so. Und ich würde sagen, hier kommt das Ender-Ei rauf. Dann machen wir da drumherum so ein bisschen Action, so ein bisschen hübsch. So würde ich sagen, sieht das ganz gut aus. Und dann legen wir da drum halt die... Achso, jetzt wollen wir natürlich das Ender-Auge. Machen wir da drum halt noch so ein bisschen Glas, damit das cool aussieht. So. Und dann, das ist eigentlich voll die geile Idee. Wieso bin ich da nicht früher drauf gekommen? Dass wir da halt so einen kleinen coolen Raum machen mit einer großen Karte. Mit den ganzen coolen Sachen, die wir hier schon erfarmt haben. Und da können wir auch noch ein paar Itemframes hinhängen und dann zum Beispiel für den Drachenatem und so weiter das da alles hin tun. Ich glaube, das wird ganz cool. Und auch cool versteckt. Vielleicht machen wir hier auch noch einen geheimen Eingang hin oder sowas. Mal gucken. Jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal das Ender-Ei dahin. Sieht ja ganz nice aus. Und dann machen wir da oben vielleicht so das dahin. Wie machen wir denn weiter? Wir machen den so. Dann hier gegen. So und so, würde ich sagen. Dann machen wir das noch weiter runter. Machen wir das noch weiter runter. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Guck mal, wie das aussieht. So, wenn wir so machen. Ne, sieht doof aus. Wir lassen das so groß. Jetzt habe ich natürlich meine Axt immer noch nicht dabei. So, zack. Zack. Und zack. Wundervoll. Dann machen wir hier nämlich ein ganzes Glas hin, hier auch und in die Ecken halt wieder. Habe ich, glaube ich, in einem Tutorial schon mal erwähnt. So war's. Das sieht nämlich richtig cool aus, finde ich. Und ich denke, so kann man das Ei auf jeden Fall gut ausstellen. Und jetzt könnte man noch ein Schild dahin machen. 21.10. 12. getötet oder sowas. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, machen wir den Kopf hin. Den holen wir uns in der nächsten Folge. Und dann hier vielleicht eine Karte hin. Und noch so ein paar coole Items und so, die wir bis jetzt gefunden haben. Ich glaube, das ist eine ganz coole Idee, die wir hier haben. Und dann würde ich sagen, war es das eigentlich soweit. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich hoffe, ihr konntet lernen, wie man diesen coolen Atem da einsammelt. Und ich weiß immer noch nicht, was der für einen Effekt haben kann tatsächlich. Und wie man das Ei abbaut und wie man auch den Drachen dann im Endeffekt ziemlich easy besiegt. War ja doch relativ einfach. Mit guter Ausrüstung natürlich. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wie gesagt, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Drache in die Kommentare. Und ansonsten, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Und ciao.